Willkommen zurück zu Polytopia. Wieder ein bisschen Multiplayer. Diesmal gegen einen Zuschauer. Iri Spectre. Ja, so heißt er. Wieder mit Badur. Das ist eigentlich so ziemlich der beste Stamm, den man haben kann. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Pech, muss ich mal sagen. Die ganzen Dörfer waren sehr weit voneinander entfernt. Ihr seht ja rechts. Da war kein Dorf. Also ich hätte gedacht, da wäre ein Dorf, aber da war keins. Und ich hatte mit dem Krieger ziemlich ein Pech. Ja, ich bin dauernd durch die Gegend gelaufen und habe nie ein Dorf gefunden. Und habe mich natürlich auch gewundert, wo ist das Dorf hin? Und es gab einfach keins rechts. Deshalb habe ich auch mal links gesucht. Da gab es auch kaum welche. Und ja, da haben wir schon die ersten Anzeichen von Gegnern. Es gibt zwei Bots, zwei normale Bots. Ich kann es ja schon mal sagen, also einmal waren es halt die Kiku. Obwohl es ein Flachland ist, ist natürlich ein bisschen doof. Ist eine Flachland-Map und darauf mit Kiku ist nicht so schlau. Und der andere Gegner ist Imperius. Da haben wir auch schon gesehen, dass Iri Spectre als Stamm genommen hat. Es ist nämlich dieser neue Stamm, Zymanti. Und es war sehr schwer und es hat auch eine Weile gedauert. Ich meine, das habe ich hier auf vierfache Geschwindigkeit hoch beschleunigt. Es hat insgesamt über eine Stunde gedauert, das Ganze aufzunehmen und zu spielen. Und ja, da sieht man auch schon ein paar Gegner. Das ist so ein Käfer oder so. Der macht 10 Schaden, hat nur 5 Leben. Das heißt, man könnte den eigentlich recht schnell kaputt machen. Aber es ist trotzdem sehr stark. Ja, also das ist halt ein Spezialstamm. Die sind halt immer ein bisschen overpowered im Vergleich zu normalen Stämmen. Und ich habe halt einfach nur einen Standardstamm genommen, Badur. Und noch dazu hatte ich halt Pech, ihr seht, da sind kaum Dörfer. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur 3. Das ist halt recht schlecht, man kriegt kaum Ressourcen, man kann kaum Sachen upgraden. Ja, und da habe ich jetzt mein 4. Dorf endlich übernommen. Das hat echt lange gedauert. Und natürlich sehe ich da noch ein 5. Dorf, aber da habe ich auch eine lange Zeit, bis ich da hingekommen bin mit dem Riesen. Und ja, das war halt sehr schwer. Gut. Super schnell geplaudert und nichts mehr zu tun. Also ich hab's versucht mit den Rittern. Ja, ich habe mir Ritter geholt, um die ganzen Käfer ein nach dem anderen platt zu machen. Sie hatten halt nur 5 Leben. Deshalb hätte man sie recht leicht angreifen können, recht leicht zerstören können. Ich habe es aber ein bisschen zu spät gemacht, oder liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht genug Ressourcen hatte, weil ich nicht genug Städte hatte, aber okay. Ich hatte also nicht genügend Zeit, das auszubilden und hatte damit zu dem Zeitpunkt, wo Iri angegriffen hat, zu wenige von den Rittern. Ich hatte einige Riesen, die haben mir aber kaum was gebracht, sage ich mal so. Die Zymanti haben nämlich so eine spezielle Fähigkeit, wo sie Gegner vergiften können, sodass man sie nicht mehr benutzen kann. Und das ist halt besonders schwierig bei den Riesen, weil man nur eine einzelne Sache machen kann. Man kann sie nicht bewegen, also man kann sie bewegen oder schlagen. Bei den meisten anderen Truppen ist das ja so, dass man sich bewegen kann und danach noch schlagen kann. Deshalb war das dann ziemlich schwer. Und ja, da sehen wir auch schon, 2 Dörfer sind am Fackeln, da ist auch Imperius, das heißt, Eri übernimmt gerade einige von den Dörfern. Zumindest glaube ich das, es kann ja auch sein, dass Kiku gerade die Imperius übernimmt. Aber jedenfalls sind da einige Dörfer schon zu sehen und es gibt auch Straßen. Und ich habe versucht aggressiv zu spielen, aber es hat einfach nicht gereicht. Ja. Es hat einfach viel zu lange gedauert, bis ich all diese Dörfer gefunden habe. Da bin ich gerade dabei zu versuchen, eine Stadt zu übernehmen von den Zymanti. Ich kann euch jetzt schon sagen, es hat nicht geklappt. Ja, es hat nicht gereicht. Da gab es ein Upgrade, noch ein Upgrade und ich wurde runtergeschoben durch ein Centipede. Das ist sozusagen ein
ja, ein Riese, nur halt von den Zymanti. Und wenn er einen Gegner frisst, dann verlängert er sich halt, und wenn ein Kettenteil stirbt, oder wenn der Kopf stirbt, entsteht halt ein neuer Centipede aus dem Kettenstück. Das war dann halt schon recht nervig, und so habe ich auch, ja, eine recht harte Zeit gehabt, da irgendwas zu bekommen. Ich habe versucht, die Dörfer oder die Städte zu verbessern, damit ich mehr Ressourcen bekomme, aber es hat halt andauernd an Ressourcen gefehlt, weil ich auch andauernd wieder neue Einheiten, ja, mir holen muss, damit ich mich verteidigen kann, damit ich nicht gleich zugrunde gehe. Es hat auf jeden Fall sehr lang gedauert, wie gesagt, über eine Stunde, und das ist hier vierfache Geschwindigkeit. Das heißt, ja, es war halt sehr schwer. Es war einfach sehr schwer. Und da gibt es noch, jetzt kommen da noch einige Centipedes dazu. Ich wusste noch nicht mal, wo die Hauptstadt von Eri ist. Also ich glaube, es war halt links in der Ecke. Aber es hätte auch weiter unten sein können. Ich weiß es halt einfach nicht. Und da bin ich wieder dabei, ganz viele Sachen, ganz viele Städte zu verbessern, damit ich mehr Ressourcen bekommen kann. Aber inzwischen war es eigentlich schon zu spät. Ihr seht da, der Centipede, der hat sich verlängert, hat so ein extra Kettenstück bekommen. Wenn ich jetzt den Kopf töte, entsteht aus dem Kettenstück ein neuer. Und rechts habe ich auch die Kiku getroffen, ja, die habe ich schon gefunden. Und die haben es mir auch nicht leicht gemacht, gleichzeitig mit Eri und mit den Kiku zu kämpfen. Das war halt sehr, sehr schwer. Eri hat da auch einige von diesen Panzerkäfern gemacht. Weiß nicht genau, wie die heißen. Jedenfalls sind die quasi wie Verteidiger, nur dass sie nochmal 5 Leben mehr haben. Das ist dann natürlich sehr doof. Dann lohnt es sich auch gar nicht, die anzugreifen. Habe ich auch gar nicht gemacht. Und ja, ich habe fast nur die Centipedes angegriffen. Ohne Erfolg. Ja, ich habe zuvor noch nie gegen einen Spezialstamm gekämpft. Und auch erst, keine Ahnung, 12 Mal oder so im Multiplayer. Ich habe natürlich nicht alles aufgenommen. Aber das war halt, es war halt sehr kompliziert. Und ich hatte zwar eine gute Sicht, ja, also durch diese vielen Entdecker habe ich recht viel Sicht gehabt über Eri, aber es hat mir nicht viel gebracht, weil ich es nicht verhindern konnte. Und da sind jetzt nochmal so Krustentiere. Ja, die können explodieren. Ja, die können einen Angriff machen, indem sie explodieren. Dann machen sie allen um sich rum Schaden und vergiften sie, was dazu führt, dass man sie halt nicht mehr bewegen kann, was halt doof ist, zum Beispiel bei den Riesen. So die stärkste Truppe, die ich habe, hat dann einfach keine Funktion mehr, steht da einfach nur noch rum und wird von diesen ganzen Käfern verprügelt. Ihr habt es kurz gesehen, ich habe mir ein Katapult geholt, um von der Ferne Schaden zu machen. Hat auch nicht richtig geklappt. Ich dachte so, ja, die Ritter, die können schon einiges erreichen, aber ihr seht diese ganzen Käfer mit diesen 20 Leben und 3 Verteidigungen, die hätten sofort alle meine Ritter platt gemacht. Deshalb, ja, hat es halt nicht geklappt. Ich habe es versucht mit so einem Schleichangriff ganz links, da ist dieser eine Krieger, wie ihr sehen könnt. Ich wollte so an Eri vorbeischleichen, aber es hat halt nicht geklappt. Da haben wir einige Kiku. Die Kikus haben ganz schön genervt. Haben am Ende auch einer meiner Städte übernommen. Und ich habe mir halt große Mühe gegeben, ja. Natürlich klappt es nicht immer. Aber man kann es ja mal versuchen. Und ich habe auch einige dumme Fehler gemacht. Zum Beispiel habe ich da mit dem Katapult zuletzt geschossen. Ich habe erst mit dem Riesen geschlagen, dann geschossen. Hätte ich erst geschossen und dann geschlagen, dann hätte ich halt die Stadt übernehmen können. Ich habe also einige dumme Fehler gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. Ja. Ihr seht da überall diese Krustentiere, ja, wie sie explodieren, machen halt Schaden und vergiften noch, wie schon eben gesagt. Und dann gibt es halt noch diese Stachelkäfer, die richtig nervig sind. Oder sie haben auch diese rosa Pilze. Wenn man da drauf geht, wird man vergiftet und kann nichts mehr machen. Ist halt natürlich so eine Art Tretmine.
Wenn du einmal drauf trittst, bist du tot. Weil da recht viele Käfer überall herumschwirren. Und du eigentlich nichts mehr machen kannst. Ja. Soweit kann ich jetzt noch was sagen. Ansonsten hat es auch ein bisschen gedauert. Ja, ich habe eine Weile auch gewartet. Aber gut, wenn man so viele Käfertruppen hat und die alle verwalten muss. Und wie ich auch bemerkt habe, Eri hat schon lange gespielt. Das heißt, man überlegt bei fast jedem einzelnen Zug, was man genau machen muss. Da bin ich nicht so der Fan von, ja. Also ich mache schon hin und wieder. Ich überlege, was ich machen kann. Aber ich spiele mehr so, was mir gerade so in den Blick fällt. Ja, mache ich einfach, überlege ich kurz. Und das hat auch dann so ein bisschen die Sache noch komplizierter gemacht. Deshalb überlegt, was ihr machen könnt. Und macht es dann. Ja, ihr seht, die Centipedes und diese Krustentiere, die haben alle meine Riesen jetzt gerade zerstört, ja. Die sind echt, okay, reicht mit echt, die sind echt schwer zu zerstören. Habe ich auch noch einige Katapulte, haben auch nicht viel gereicht. Ja, sie haben zwar einiges an Schaden gemacht, aber die Käfer sind viel zu nah gekommen an meine Katapulte, sodass ich oft nicht mehr schießen konnte. So, und da kommen natürlich noch mehr Käfer. Es reicht ja nicht, was da bereits auf dem Vormarsch ist. Und ihr seht auch diesen Riesenbereich, wo die Ritter hin können. Ritter sind schon echt stark. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Es hat am Ende einfach nicht gereicht. Und sie sind halt oft nicht dahin gekommen, wo ich sie haben wollte. Ich weiß, wenn man länger spielt, dann weiß man genau, wohin die Truppen gehen können, um irgendwas zu machen. Ich hatte mehrere Punkte, wo ich mir einfach so sage, hätte ich da jetzt einen Ritter, ich hätte die alle platt gemacht. Vor allem dieser Centipede da links, der so ganz lang geworden ist mit diesen zwei Kettenstücken dran. Hätte ich da jetzt einen Ritter gehabt, dann hätte ich einfach die hinteren Teilstücke, die hintere Kettenstücke einfach zerstören können. Die können sich ja nicht verteidigen oder so, die würden einfach kaputt gehen. Dann hätte ich den nach und nach halt zerstückeln können. Ich hatte aber keinen Ritter da. Deshalb hat das alles nicht so geklappt, wie ich es wollte. Und noch der Fehler dazu, ich habe den dann überhaupt nicht mehr bewegt, wodurch ich überhaupt nicht vorwärts gekommen bin. Ich konnte auch dann keine Truppen mehr ausbilden oder so. Und ja, da haben Kiku gerade meine Stadt übernommen. Richtig nervig, einfach so, ja, du bist gerade am Verlieren, du bist gerade, du hast gerade keine Chance. Komm, wir nehmen einfach mal deine Stadt weg. Ja, das war echt nervig. Und da hat Eri auch meine Hauptstadt übernommen. Aber noch ist noch nicht vorbei. Das Spiel wird eigentlich erst beendet, wenn ich alle meine Städte verloren habe. Ich habe ja noch einige. Nur die Hauptstadt und die kleine Stadt da unten habe ich verloren. Und ich habe auch einige Truppen in der Nähe. Also ich hätte es auch schaffen können. Ich mache halt nur andauernd dumme Fehler. Wie zum Beispiel das Katapult danach schießen. Also erst schlagen, dann schießen. Ich hätte es andersrum machen können, dann hätte ich das vielleicht noch verteidigen können. Aber generell, Eri war fast die ganze Zeit in der Überhand. Und ich hatte keine Chance. Und ja, jetzt ist raus. Ich habe natürlich verloren. Ich meine, ein Standardstamm wie Badur, die du schon vorher freigeschaltet hast, die du nicht kaufen musst, gegen einen Spezialstamm mit Dutzenden und Aberdutzenden von Käfern, die, ja, überpowered sind. Dazu sind ja auch die Spezialstämme da. Ja, es hat einfach nicht gereicht. Und ihr seht, ich versuche, meine Hauptstadt wieder zu erlangen mit einem Riesen drauf. An sich eigentlich gar nicht so schlecht, einen Riesen da drauf zu stellen. Aber, ja, es ändert sich sehr schnell. Und ihr seht, mein Riese ist vergiftet. Und ich kann nichts mehr machen. Ich werde von allen Seiten zerstört. Vor allem auch durch diese Krustenkäfer, die sich in die Luft jagen und mich dann platt machen. Und da haben wir wieder einen Centipede. Einen längeren Centipede.
Und überall diese Krustenkäfer, die anfangen, alle meine Städte zu zerstören oder zu übernehmen, kaputt zu machen. Und da seht ihr auch die Pilze. Ja, die Pilze waren auch recht gemein. Also wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, bitte, bitte nehmt keinen Spezialstamm. Danke. Weil Spezialstämme, sie sind spezial und damit komplett, komplett overpowered. Ja. Wenn ihr gegen mich spielen wollt, bitte nehmt einfach einen normalen Stamm. Und da bin ich jetzt wieder mit dem Ritter auf meiner Hauptstadt. Das wird aber nicht lang reichen. Ihr seht, überall drumherum stehen Centipedes und diese Krustentiere, die sich explodieren können. Und da ist noch ein Centipede, der sich verlängert hat. Und noch ein Centipede. Und ja, jetzt ist die Hauptstadt komplett besetzt mit Dutzenden von Käfern. Und ich kann im Grunde gar nichts mehr machen. Ich habe aus Not noch ein paar Ritter hinterher geschickt, aber es hat nichts mehr gebracht. Es war sehr spannend, ja. Und ich wusste auch eigentlich von Anfang an, dass ich das verlieren werde. Als ich dann bemerkt habe, dass Iri die Symmanti hat als Gegner, als Stamm. Weil ich nämlich das Spiel gemacht habe und wenn ich halt das Spiel mache und keine Spezialstämme habe, dann weiß ich, dass die Bots eigentlich keine Spezialstämme haben können. Das ist halt einfach so. Und die Imperials wurden gerade ausgelöscht von den Kiku. Und ich werde eben gleich ausgelöscht von den Symmanti. Aus Not nochmal ein paar Verteidiger. Es hat meinen Tod einfach nur noch ein bisschen verlängert. Ansonsten war da nichts weiter. Und da kämpft Eri gerade ein bisschen gegen die Kiku. Aber hat auch mich im Grunde komplett zerfetzt. Ich habe halt nur noch diese drei Städte mit den Verteidigern drauf. Jetzt habe ich nur noch zwei freie Städte. Und jetzt habe ich nur noch eine freie Stadt. Und jetzt habe ich gar keine Stadt mehr. Also ich habe da auch noch diesen einen letzten Krieger, ja, wo ich was versucht habe, aber hat natürlich nicht geklappt. Und damit habe ich verloren. Jetzt habe ich die drei Städte, jetzt nur noch zwei, eins und weg. Ich habe verloren, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.